Hallöchen meine Fruppels, Freunde Goppels und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe jetzt die neue Maschinenpistole Sterling. Mir hat da nur noch dieses komische Waffentalisman-Ding gefehlt für 9000 Waffenkammer-Credits und da dachte ich mir, hole ich mir mal die Waffe davon. Ich habe jetzt auch schon einige Tage, ich habe die schon ein bisschen länger, einige Tage mit der Waffe so ein bisschen gespielt. Und naja, entweder liegt es an mir oder an der Waffe, aber so richtig heftig begeistert bin ich auf jeden Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt die für mich beste Variante so ausgewählt oder zusammengestellt, nämlich verbesserter Drall, Schnellfeuer und Linsenvisier tatsächlich, weil ich finde das normale Visier irgendwie richtig behindert bei der Waffe. Die Vision ist Widerstand, die Vision ist eigentlich scheißegal und Sammler ist zurzeit irgendwie mein Favoriten-Perk, weil ich nicht mehr so viel mit Infanterie spiele wie sonst, weil die anderen ja durchaus auch erwähnenswert sind. Und naja, dann werden wir mal eine Runde starten, gucken, was damit so funktioniert. Ich hoffe, ich kriege damit jetzt auch überhaupt was hin. Dann würde ich sagen, bis gleich und abonniert kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen. So, da sind wir dann doch schon und mal gucken, ob ich ein paar Kills hinbekomme. 3 Kills ist das Ziel. Nein, Spaß. Den habe ich schon mal. Hier war aber gerade noch einer. Ich habe übrigens die für mich perfekte Klasse. Oh Gott. Ach, den habe ich noch. Die für mich perfekte Klasse zusammengestellt. Also Division, Waffenkombi, Aufsätze. Und darüber möchte ich auch noch mal ein Video machen. Ja, ich warte mal hier ganz kurz. Na, kommt keiner. Oh. Oh. Wie er da wartet, ne? Och, Mann. Läuft er mir jetzt wenigstens mal hinterher? Was ist das für eine Scheiße? Siehst du, irgendwie ist auf die Waffe kein Verlass. Mal killt die übel schnell und dann mal wieder gar nicht. Komisch irgendwie. Komm hier nicht weg. Ah, den habe ich noch. Ich verpiss mich jetzt mal hier erst. Ne, das Video werde ich wahrscheinlich hier nach nochmal aufnehmen. Ich habe die wirklich für mich perfekte Klasse, wie gesagt, plus Perk, plus Aufsätze, alles zusammengestellt. Und deswegen könnt ihr an der Stelle ja mal gerne den Schluss abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst, von dem ich hier... Nein, nein! Von dem ich hier gerade spreche. Mann, ey. War ich gerade viel zu dolle wieder mal im Laberrausch. Kommt der da? Ne, da war Camper, ne? Naja, wie soll's auch anders... Wie soll's auch anders sein? Ekelhaft. Ihr könnt mir an der Stelle auch tatsächlich auch mal gerne sagen, wie... Oh. Die Waffe ist komisch. Die schießt noch genauso langsam mit Schnellfeuer als ohne. Komm her. Ja. Nee, ihr könnt mir ja auch mal ein paar Klassen oder so, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben. Entweder irgendeine richtig ranzige Scheiße oder Klassen, von denen ihr denkt, dass die übelst gut sind, so. Nun, natürlich nur die Lust haben. Ist alles kein Zwang, ne? Aber ich denke mir mal so ein bisschen mehr Interaktion mit den Leuten, die meine Videos schauen, ist ja nicht verkehrt. Ist gerade mal wieder sonntags. Ja, da kam er noch. Und sonntags ist irgendwie mein Lieblingsaufnahmetag. Ja, hol ihn doch. Mein Lieblingsaufnahmetag. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, wie ihr eure Sonntage erlebt, aber Sonntage sind für mich ja persönlich heilig. Nur zocken, schlafen, essen. Mehr mache ich sonntags nie. Ich gehe nicht mal raus. Okay, ich gehe derzeit auch so wenig raus, aber... Und sonntags habe ich da auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen. Ja, den habe ich noch. Oh, Alter, die wollen es wissen, die Leute. Ich gehe mal lieber hier lang. Ja, der wartet auf mich, ne? Uff! Boah. Siehst du, manchmal braucht die Ewigkeiten zum Töten und manchmal nicht. Ich... Keine Ahnung, wie gesagt, ob es an mir liegt oder so, aber meine Favoritenwaffe ist es jetzt tatsächlich nicht. Im unmittelbaren Nahkampf, da ist die krass, ja. Aber das war's denn auch irgendwie. Oder es liegt halt wirklich an mir. Den habe ich noch bekommen. Da hat er mit seiner S-Mine gewartet, ey. Oh, eine Nachricht. Nicht mit Scuf, aber mit Tastatur und Aimbot. Ich spiele mit einem
Standard-Controller, den ich schon seitdem ich diese Xbox besitze, lass mich lügen, 4 Jahre oder 3 habe ich die schon. Und der ist so ausgelutscht und abgeranzt, also weiß ich jetzt nicht, was mit dir los ist, mein Freundchen. Ich liebe Fanpost. Er hat gerade nochmal geantwortet, ist wie Cheaten. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, was der von mir will, ganz ehrlich. Oh, die tötet nicht. Aber eigentlich ist das ja auch eine gute Bestätigung für mich, dass ich gar nicht so scheiße bin, wie ich immer denke. Wie gesagt, ein 3-4 Jahre alter, abgeranzter Standard-Controller. Einen schwarzen. Mit so einem spiele ich hier. Schon immer. Aber okay. Dass der Chipmunk hier kommt, finde ich nicht so in Ordnung, aber nehmen wir auf jeden Fall einfach mal mit. Komm, stirb, Alter. Ganz kurz entspannen. Die Headglitch schneidet, nee. Ach, der liegt da. Gar nicht gesehen. Was macht der denn dahinter? Och, Leute. Oh, komm doch davor. Was ist das denn, Alter? So keine Art und Weise. Das war nicht so gut. Oh, Granate. Mann, und Bajonett. Gott. Gott. Was ist hier los? Platz schneller nach. Ja, Mann. Nein. Leute. Chillt. Nein. Ah. Komm her. Ja, ja. So ist das. Auf Shipman. Oh. Ey, eigentlich wollte ich jetzt hier gerade nicht kommentieren, aber ich bin gerade alleine gegen... Oh Gott. Alleine gegen 3. Krass. Nee, ich habe gerade bei der anderen Shipment-Runde vergessen... Oh Gott, was ist denn hier los? Vergessen, Tschüss zu sagen, weil ich dem Typen noch geantwortet... Ah, jetzt habe ich einen Teammate, schade. Vergessen, Tschüss zu sagen, weil ich dem Typen halt geantwortet habe. Hier ganz kurz chillen. Und... Also ich bin jetzt nicht sauer oder so. Ich bin eh selten sauer oder böse. Aber ich musste mich da doch rechtfertigen. Und auf jeden Fall Grüße gehen an dich raus. Ich hoffe, ich konnte alle deine... Oh, ich komme hier nicht weg. Konnte alle deine Fragen beantworten. Oh, schade. Nee, dann nehme ich das jetzt hier als Tschüss-Sage-Dings. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Mache ich jetzt einfach mal. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer sehr bescheiden, ne? Und ich halte mich nicht für den krassesten Spieler auf der Welt oder so, ne? Ich will auch gar nicht der krasseste Spieler sein. Ich möchte ja durch meine... Art, wie ich bin, überzeugen. Die manchmal ein bisschen dumm ist. Vielleicht den einen oder anderen zum Schmunzeln bringt, aber... Dennoch, durch mein ganzes... Ich rede jetzt hier einfach durch mein ganzes Rumgespringe immer, ne? Ich springe auch viel rum in den Spielen. Habe ich tatsächlich immer Schiss gehabt, dass sowas irgendwann mal kommt. Und jetzt kam sowas. Dass mir irgendjemand mal irgendwann unterstellt, dass ich ja doch mit Scuf spiele. Aber nein, ich spiele nicht mit Scuf. Ich kann mir nicht mal einen Scuf-Controller leisten. Selbst wenn mir jemand einen Scuf-Controller schenken würde, ich würde damit nicht spielen. Weil ich zudem auch... Ich kann euch ja jetzt viel erzählen, ne? Aber es ist nun mal so. Ich wurde gerade gerettet. Ich bin sehr ehrlich. Und wenn ich mich schon so nenne, dann werde ich nicht mit einem Scuff-Controller spielen, so wisst ihr. Das ist jetzt ein schönes Thema eigentlich noch für das Video. Und dass es hier jetzt nochmal Shipment geworden ist, ist mir jetzt auch egal. Ich fand das nur gerade cool, weil ich alleine war. Und ja, dann würde ich das Video an der Stelle beenden. Ich bin sogar noch Highlight-Clip geworden. Wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, morgen kommt dann eventuell noch ein Video mit der für mich besten Klasse. Ich habe da wirklich was gefunden, mit was ich gut spielen kann. Und an den Typen, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte jegliche Fragen beantworten. Dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Videos, Leute. Lasst es euch gut gehen. Abonnieren ist kostenlos und tschüss.